Kollege Schneider, ich erteile Ihnen das Wort zu einer Erwiderung. Kollege Schneider, ich bestehe nicht auf Ihrem Aufstehen. Sie können gerne sitzen bleiben, entgegen dem, was hier Usus ist, wie uns hier erst gestern der Bundestagspräsident belehrt hat. Alles in Ordnung. Es war die Reflexreaktion der SPD. Es hatte nichts mit der Sache zu tun. Und Sie wissen ganz genau, dass man nicht jedes... Sie selbst haben schon Sauerstoffatome geatmet, die auch der größte Führer aller Zeiten, der Gröfatz, der größte Verbrecher schlechthin geatmet hat. Mache ich Ihnen daraus einen Vorwurf? Das hat ungefähr die Qualität, Ihr Einwurf. Es ist doch völlig absurd, hier irgendeine Gleichsetzung hineinzufabulieren. Aber in der Sache ist die Mietpreisbremse ein durch und durch sozialistisches Konzept. Und ich habe historisch korrekt darauf aufmerksam gemacht, dass es ein nationalsozialistisches Konzept war. Es ist nun mal so, Sie können sich da nicht freisprechen an dieser Stelle. So ist die Lage nun mal. Ich glaube, die Zeit ist schon wieder vorbei. Erbärmlich. Wir fahren in der Debatte fort. Das Wort hat der Abgeordnete Ralf Brinkhaus für die CDU-CSU-Fraktion.